Moin Leute, was geht? Mein Name ist Videogamescom auf der Sony PlayStation 4 und heute geht es mal um einen neuen Kauf, den ich gemacht habe. Und zwar das Kalaschnikow. Entschuldigt etwas, dass ich hier etwas husten muss, weil ich wieder ein neues K.O.-Pfefferspray gekauft habe und das natürlich gleich getestet habe. Dazu komme ich auch noch. Wartet mal schnell kurz. K.O.-Pfefferspray. 11% mit Halterung an den Gürtel. So sieht das ganze böse Zeug aus. Hat einen sogenannten Fadenstrahl. Das heißt, es kommt ein Faden raus. Kein Nebel, sondern ein Faden. Jetzt kommen wir über mal. Reden wir mal über das Kalaschnikow. Das ist ein sogenannter Soft-Air-Gewehr im Preissegment von 40 € und bei 40 € bestehen diese Teile aus Plastik. So, ich will mir auf jeden Fall noch ein teures Ding kaufen, aber das ist natürlich fast alles aus Plastik. Das gehört halt einfach zum Soft-Air dazu. Das Soft-Air AK-47 hat ein sogenanntes Plastik-Fake-Holz. Das heißt, wir haben hier eine Holzmaserung wie in echt. Und das sieht sehr realistisch aus und richtig nice und richtig dufte, muss ich wirklich sagen. Das AK-47 hat mit einer Energie von 0,4 Joule schon richtig viel Power. Das, was ihr hier hört, das sind die Kugeln, die kann man nämlich hier in dieses Magazin hier richtig reinfüllen. Und dann, ja, kann man schießen. Es wird nur eine Kugel rausgeschieden. Entschuldigung, das ist das Pfefferspray, was hier noch im Raum ist. Es wird nur eine Kugel rausgeschossen. Aber bei einem Preissegment von 40 € eine Kalaschnikow zu haben, die wirklich aussieht wie eine Kalaschnikow, das ist verdammt preislich, kann man wirklich nicht mehr unterbieten. Ich meine, wir haben hier eine wirkliche Kalaschnikow für 40 €. Das Ding sieht aus wie eine Kalaschnikow. Das Ding ist so schwer wie eine Kalaschnikow. Das Ding ist eine Kalaschnikow. Da ist alles exakt genau gleich. Das vorne ist genau gleich, der Lauf, das hinten ist genau gleich. Dieses Magazin ist genau gleich. Wir haben sogar hier noch ein bisschen Spielerei. Alles da. Richtig geiles Ding, wollte ich euch nur sagen. Und ja, da kann man auf jeden Fall einen auf Peschmerga machen, auf einen so Kurdenkämpfer. So. Kurdistan! Für Kurdistan! 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 Kurdistan, meine Freunde, Kurdistan, die wahren Helden. Haut rein, ciao!